Herzlich willkommen zu Geistreich. Paranormalerforscher Chris und Sonja nehmen euch mit auf eine Reise in die Welt des Paranormalen. Authentisch und geistreich. Hallo und herzlich willkommen zu Geistreich, dem Geisterjäger-Talk. Wieder mit dabei die Sonja. Hallo. Und mir, dem Chris. So, Sonja, bevor du jetzt dein Thema veröffentlichst, bin ja schon ganz heiß drauf, was es heute für mich gibt, möchte ich dir gerne eine kleine Anekdote erzählen. Okay. Wusstest du, dass ich komplett unwissend bin? Oh. Paranormales Erforschen angeht. Also am besten, ich hänge eigentlich gleich alles an den Nagel und überlasse das den Profis. Okay, mir schwant Übles. Sag nicht, es hat sich irgendjemand als besonders qualifiziert präsentiert, der es vielleicht nicht ist. Ich muss sagen, Respekt für diese Analyse, 100 Punkte. Okay, was ist passiert? Ja, es geht um einen meiner Videos, die ich gemacht habe. Also jetzt kein Podcast-Video, sondern auf YouTube. Und zwar geht es da um die allzu bekannte und beliebte Necrophonic-App. Okay. Wie ich nur solche Videos machen könnte, wenn ich überhaupt so unwissend bin und alles, ne? Und auch das alles komplett falsch mache und so weiter. Und vor allem, dass es halt genügend paranormale Forscher gibt, die das schon getestet und für sehr gut befunden haben. Vielleicht erklärst du noch mal gerade, was das für eine App ist. Genau, die Necrophonic-App. Das ist eine, die ich jetzt auch vor kurzem noch von meinem Handy wieder gelöscht habe. Weil für unbrauchbar befunden. Okay. Gut, ich habe ja keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine App, ähnlich wie das Portal, was wir auch jetzt vor kurzem mal etwas ausführlicher schon besprochen hatten. Eine App, die sich abspielt, wo man diverse Effekte auch noch mit reinbringen kann. Und letztlich auch nur eine Wortdatenbank die Fetzen herausbringt und so weiter, sodass wir halt unsere Pareidolie, was das Gehör angeht, freien Lauf lassen können, um etwas zu hören. Ja, nicht mal das. Also es kommt ja leider auch wirklich vor, dass da direkt diese Worte, die da ganz offensichtlich ja von einer künstlichen Stimme eingesprochen worden sind, dass die sogar als Beweis herhalten müssen. Ja, also jetzt als Beispiel die Ovilus, die ja auch so funktioniert, wenn die dann halt eben zu irgendeiner Situation dann sagt Mörder, dass dann angenommen wird, dass halt eben da ein Mörder sich wie auch immer betätigt hat. Genau. Das erlebt man ja leider auch immer wieder. Genau, aber warum erzähle ich jetzt diese Story? Mir geht es natürlich jetzt auch ein bisschen drum, weil es war jetzt kein, ich äußere mal konstruktiv Kritik, sondern eher ich beleidige dich, Kommentar. Ja. Und also über konstruktive Kritik, ne, man kann gerne sagen, hier, ich habe die selbst schon getestet, ich finde sie gut und so weiter. Diese Kommentare werden von mir veröffentlicht. Ja. Aber Kommentare, wo es um Beleidigungen geht und so weiter, die ins Negative abdriften. Ja. Und selbst wenn jetzt zum Beispiel irgendwo was Sinnvolles mit drinne stecken würde, aber sobald eine Beleidigung drinne ist, wird diese nicht freigegeben. Und demzufolge, na, nur ganz kurz der Hinweis für die Leute, die Kommentare reinbringen, beziehungsweise unter unseren Beiträgen posten, weil die Podcast, die machen halt einfach nur mal die meisten Beiträge. Da bitte doch auf einen vernünftigen Ton achten und ja, dann wird euer Kommentar auch angezeigt. Ja, also bitte. Und also wir diskutieren ja nur und natürlich stellen wir auch gerne zur Diskussion und tun das ja auch immer und fordern ja auch immer auf, wenn ihr andere Erfahrungen macht, etc. pp. Aber wenn dann schon solche Kommentare halt eben kommen und man sagt halt eben quasi, ja, aber wir wissen, dass das doch funktioniert, dann lasst dem bitte auch ein Weil folgen. Ja, dann bitte auch erklären. Dann gebt uns doch mal ein paar Beispiele, wo das funktioniert hat.
Also das ist ja alles, was wir sagen, das ist ja erstmal unsere Meinung, ne? Das sind ja unsere Erfahrungen und wir möchten da auch niemandem irgendwie zu nahe treten oder so etwas. Und wenn ihr sagt, nö, ihr redet da Stuss, das stimmt alles gar nicht. Ich weiß, dass halt eben diese App super funktioniert oder ein Gerät super funktioniert, dann lassen wir uns total gerne überzeugen. Aber dann tut das bitte auf einer sachlichen Ebene, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dann tut es bitte auch mit Beispielen. Und außerdem, um das App-Video nochmal anzusprechen, ich hatte es auch in dem Video, glaube ich, auch mit erwähnt, beziehungsweise eigentlich auch in so ziemlich allen App-Videos, dass diese Tests natürlich nicht nur über die Dauer des Videos sind, sondern auch darüber hinaus. Das heißt, ich habe natürlich nicht nur so, wie ich es vor der Kamera vorgeführt habe, sondern ich habe diese Apps natürlich auch wesentlich länger getestet. Und auch im Nachgang, nach den Videos. Weil ich mir sage, okay, wenn ich über irgendetwas rede, auch wenn ich jetzt nichts davon halte, muss ich aber dennoch es austesten. Ich muss es versuchen. Und ich stelle ja sozusagen auch der App immer diverse Aufgaben. Und wenn diese Aufgaben nicht erfüllt werden, dann zeigt mir das auch, dass auf meiner Frage bzw. auf diese Aufgabenstellung einfach allgemein nicht eingegangen wird. Genau, ja, bin ich ganz bei dir und ich glaube, das bezieht sich ja also wirklich so ziemlich auf alles, was wir kritisieren. Wenn wir kritisieren, dann handelt es sich um Dinge oder eben Apps oder so etwas, die wir halt eben zu irgendeinem Zeitpunkt definitiv mal irgendwann getestet haben und die sich einfach als nicht nützlich erwiesen haben, ja, und dann ist es ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, ja, aber andere paranormale Forscher haben das anders gesagt, da kann ich getrost versichern, nein, das stimmt nicht. Also die echten Forscher, die finden diese Apps auch eher, sagen wir mal, unpraktisch. Ja, gut, ich glaube jetzt mit Paranormalforscher, da wurde Ah, Leuten eher etwas der ins Amateur gemeint. Genau. Ja, okay. Also wie gesagt, ich will überhaupt nicht absprechen, dass da mal jemand irgendwann ein richtiges Ergebnis erzielt hat. Aber die Menge macht's, ne? Also wenn halt von 100 Versuchen ein Versuch, da passte mal irgendwann eine Antwort, dann wird's schon schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ja Es gut, wird pa sogar ja. schwierig, wenn es 30 sind. Ich wollte gerade sagen, Ja. also passte ist jetzt auch so eine Sache, Er ist weil das sehr heißt ja nicht, frei dass da was definierbar. Intelligentes dahinter ist, weil Ja. viele Worte passen in viele Situationen. Eben, ja, genau. Und man kann sich das auch immer so ein bisschen natürlich einfach auch schönreden. Das muss man ehrlicherweise sagen. Genau. Man möchte ein Ergebnis und dann passiert es einfach auch schnell, dass man da in so einen Modus verfällt, dass man das dann so ein bisschen uminterpretiert und halt eben ein Wort dann sozusagen gelten lässt, dass man vielleicht mit einer kritischen Sichtweise nicht hätte gelten lassen. Und ich Genau. glaube, da muss sich einfach mal jeder ein bisschen auch an die Nase fassen und gerade diese Apps nochmal kritisch hinterfragen. Und übrigens würde ich eine App alleine nie als irgendeine Form von Beweis zulassen. Nie. Richtig, und das spricht dann auch für die Paranormalforscher, wenn sie das tun. Also, ne? Bedauerlicherweise. Also da muss man auch ganz klar sagen, das gilt nicht als Beweis für irgendetwas Paranormales. Ja, das zeigt nur, dass eine App ein Wort gesagt hat. Und wenn da nicht in dem exakten zeitlichen Zusammenhang noch irgendwelche anderen Auffälligkeiten gemessen worden sind, und zwar mit Geräten, die auch für Messungen geeignet sind, dann ist dieses Ergebnis leider wertlos. So ist es. Gut. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt das unterbrechen. Ne? Also darum soll es hier nicht gehen. Es geht jetzt darum, dass wir anfangen. Also die erste Episode fangen wir jetzt sozusagen an. Gut, liebe Sonja, dann legen wir Ja, los. so ein bisschen passt das vielleicht so tatsächlich von den Schwingungen. Oh, Ich okay. möchte heute mit dir sprechen über Vorurteile und Missverständnisse. Ist jetzt nicht wahr? Ja, also ich habe mir da jetzt mal so ein paar Punkte natürlich notiert, ne, was da für mich jetzt reinfällt, worüber ich gerne mit dir diskutieren würde. Die lese ich jetzt mal einfach ganz kurz so runter und dann fangen wir vielleicht beim ersten an. Okay. Zum Beispiel gehört für mich dazu, ist eigentlich jeder, der an Geister glaubt, verrückt und ist das alles nur Einbildung?
Dann die zweite wäre dann, gibt es die Geisterstunde eigentlich wirklich? Und die dritte wäre dann zum Beispiel, sind Geister tatsächlich nur nachts unterwegs? Okay, gut, da habe ich jetzt echt schon mit mehr gerechnet. Ich habe mir jetzt mal die so drei, wir werden da sicherlich vom Höchstgen aufs Stöckskin wie üblich kommen. Aber die drei habe ich mir jetzt mal einfach rausgepickt, weil, also so teilweise aus aktuellem Anlass, weil da mal wieder ein Fernsehbeitrag lief, Okay. der da ein bisschen in die falsche Richtung ging. Wir haben tatsächlich im vorherigen Podcast das auch schon mal kurz angesprochen, dass halt durch falsche Äußerungen manchmal dann ein falscher Eindruck natürlich auch entsteht. So, also was war es nochmal? Das erste war jetzt, ob Ist man verrückt eigentlich, ist, ne? genau, ist jeder, der an Geister glaubt, verrückt und ist es alles nur Einbildung? Gut, das zweite war dann nochmal, Die Geisterstunde. die Geisterstunde, genau. Und das dritte? Sind Geister nur nachts unterwegs oder was Gut. läuft da falsch bei den Ghost Huntern? Okay, also, ja, kann ich ganz kurz abkürzen. Also, dreimal nein, okay, ich verabschiede mich, es hat mir Spaß gemacht War und. nett. Also wäre natürlich einfach, das jetzt einfach mit Nein zu beantworten, aber wir wollen dann natürlich ein bisschen tiefer eintauchen. Also gerade so der erste Punkt, ne, ist eigentlich jeder, der an Geister glaubt, verrückt? Und ist das alles nur Einbildung? Warum spreche ich das an? Warte mal, Ja. ich muss noch mal ganz kurz den Ja. Psychologen von der Nordreportage Ja, anrufen. der kommt doch, der kommt. Warte doch, warte. Der kommt, okay. Weil die da hätte meint ich jetzt wahrscheinlich nämlich, dann ein Ja. ja, genau. Also es ist so ein bisschen, unsere geneigten Hörer wissen das ja auch von mir, dass ich mich sehr dafür interessiere, was so in der Psychologie passiert, wenn es halt eben um paranormale Phänomene geht. Und natürlich könnte da auch mal der Eindruck entstehen, ob ich jetzt irgendwie, oder dass ich jetzt vielleicht glaube, dass jeder, der irgendwie Geister sieht, einen Hau hat. Das ist natürlich überhaupt gar nicht der Fall, ja, also dann sieht man das einfach im falschen Kontext. Und es ist auch bei weitem nicht so, dass irgendjemand, der in der parapsychologischen Forschung unterwegs ist, glauben würde, dass man, um Geister zu sehen, eine psychische Erkrankung haben muss. Was wir wissen hingegen ist, dass uns unsere eigene Psyche bei paranormalen Phänomenen, da schon mal einen Streich spielen kann. Und dass unser Gehirn es auch total toll findet, uns auszutricksen. Ich glaube, bei dem ist es halt auch einfach, wie es eigentlich wirklich bei allen so ist. Ich meine, ich hatte ja bei den, weil ich jetzt den Psychologen von der Nordrhein, also jeder, der nicht weiß, worum es hier geht, Ja, sag's noch mal. die Paranormal Research Group Hamburg hat vor, was war's, vor einem Monat, Ja, zwei, vor ja, 2 Monaten, 2 Monaten ja. ungefähr, haben sie, beziehungsweise ist auf dem NDR die Nordreportage ausgestrahlt worden, wo es eigentlich nur um das Thema Geisterjagd geht. Und da hat halt sozusagen die Gruppe wurde für längere Zeit begleitet. Und dazu habe ich auch ein Reaction-Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Also jeder, der es nicht gesehen hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Und da war es halt so gewesen, dass nebenbei natürlich auch ein Psychologe mit als Gegenstimme mit reingekommen ist, welcher aber wirklich komplett alles negiert hat. Also sprich, selbst der sich bewegende Ball war nicht paranormal, nur beziehungsweise hat sich nur bewegt, weil wir dran glauben. Ne? Hätte man nicht dran geglaubt, dann hätte er sich nicht bewegt. So im Groben und Ganzen. Ja. Und da war eigentlich eher so dieser Konsens ganz oder gar nicht. Ne? Also sprich, jeder, der an Geister glaubt, egal was er erlebt hat, egal was er durchgemacht hat, egal was er gesehen hat, egal was er aufgenommen hat, wäre demzufolge jetzt, ne, wenn wir es komplett schwarz-weiß sehen, total bekloppt im Kopf. Ja. Und das ist Alles halt so, Einbildung. genau. Aber so wie Sonja gerade schon gesagt hat, ne, man muss es halt natürlich immer differenziert sehen. Man muss es von Fall zu Fall sehen. So ist Es gibt es. natürlich die Ja. psychologischen Erkrankungen, ne, die sowas hervorrufen können. Ohne Frage. Definitiv. Es gibt aber auch, dass keine psychologische Beeinflussung stattfindet und dann ein paranormales Phänomen auftritt. Und das ist ja sozusagen dann der Bereich, wo wir als Paranormalerforscher einspringen und sagen, okay, jetzt gucken wir mal, was das war.
Genau, also da muss man natürlich genauestens sogar differenzieren. Also man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, es ist da noch ein Unterschied zwischen einem Privathaushalt und halt eben einer öffentlichen Untersuchung an irgendeinem anderen Platz. Bei einem Privathaushalt sollte man einfach mal vorsichtig sein, ja, weil da gibt es halt eben einfach eine Menge möglicher Erkrankungen, aber es gibt halt eben einfach auch die Möglichkeit, dass der Spuk eine bestimmte Botschaft hat, die aber halt eben eigentlich nur ein Psychologe dann entsprechend auch herausfinden kann. Es ist grundsätzlich tatsächlich so, und das ist auch also wissenschaftlich tatsächlich belegbar, also empirisch nachweisbar, dass die Menschen, die halt eben paranormale Phänomene erleben, überhaupt nicht in irgendeiner Weise in der Mehrzahl von einer schweren psychischen Krankheit betroffen werden. Das sind ganz normale Menschen, sage ich jetzt mal, mit einer gewissen Vorsicht, weil die Society for Psychical Research, das ist in England eine riesige Institution, die sich halt eben sehr aktiv wissenschaftlich mit der Erforschung von paranormalen Phänomenen beschäftigt, legt beispielsweise vor, dass es ein Haunted People Syndrome gibt. Und damit gehen auch sehr viele Psychologen konform. Das heißt also, es gibt bestimmte Anzeichen, wenn die bei einem Menschen vorhanden sind, dann erhöht sich durchaus die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch von einem paranormalen Phänomen betroffen sein könnte und umgekehrt natürlich, ja, also betroffen im Sinne von der Mensch erlebt etwas Paranormales und dann hat er ganz oft bestimmte Persönlichkeitszüge. Das ist noch nicht in irgendeiner Weise so weit gesichert, dass es Eingang gefunden hätte in den ICD oder in den DSM. Das sind die Manuals, mit denen beispielsweise Psychiater und Psychologen arbeiten, um eine psychische Störung zu definieren. Also da ist es noch nicht so weit. Aber es gibt inzwischen empirische Studien, die halt eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es dieses Haunted People Syndrome tatsächlich geben könnte. Kannst du da einige Beispiele nennen? Also zum Beispiel gehört dazu der Glaube an das Paranormale, dann in vielen Fällen eine religiöse Ideologie, dann wurden auch in vielen Fällen halt eben da gewisse Praktiken ausgeführt, beispielsweise halt eben Selbstversuche mit dem Ouija Board und sowas. Die Menschen sind oft, dass sie im sozialen Umfeld nicht anerkannt werden, dass sie also so ein bisschen nach Anerkennung suchen und sich profilieren möchten. Eine gewisse Latenz ist oftmals vorhanden. Psychologisch ist eine Latenz, dass halt eben bestimmte Eigenschaften nicht ganz ausgeprägt sind. Das ist ein bisschen schwierig. Also, puh, da würde ich jetzt zu weit wahrscheinlich reingehen. Und die Umwelt spielt außerdem noch eine Rolle. Und wenn so quasi das jetzt mal als ganz großer Oberbegriff, wenn das gegeben ist, wenn jemand in diesem Setting unterwegs ist, dann eben ist es möglich, dass er paranormale Phänomene dann auch erlebt. Ich bitte das mit aller gebotenen Vorsicht jetzt mal so zu nehmen. Das ist noch relativ neu. Die frühesten Ideen vom Haunted People Syndrome stammen aus dem Jahr 2019. Also seitdem erst wird es überhaupt erforscht und findet aber jetzt immer stärker Anklang. Ja, das heißt, das ist noch ein relativ junges Syndrom, von dem da gesprochen wird. Es gibt dazu aber tatsächlich schon einen Fragebogen von der Rush-Scale, also Fragebögen, das sind ja Bögen, die halt eben beispielsweise auch Psychotherapeuten einsetzen, um bestimmte Muster oder etwas Ähnliches abzufragen, um beispielsweise festzustellen, ob jemand zwanghaft ist oder ob jemand depressiv ist. Da gibt es sehr genau ausgearbeitete Fragebögen, die fürchterlich kompliziert sind, für einen normalen Menschen fast nicht verständlich, und deren Auswertung auch fürchterlich kompliziert ist. Und zu solchen Fragebögen, da gibt es eben inzwischen tatsächlich einen ganz offiziellen Fragebogen, der heißt SSE, Survey of Strange Experiments.
der beispielsweise eben von der SPR eingesetzt wird, aber inzwischen auch durchaus von deutschen Institutionen, wie zum Beispiel dem IGPP, also dem Institut für Grenzbereiche der Psychologie und Psychohygiene, wo dann Menschen das halt ausfüllen. Das ist ein ganzer Fragenkatalog. Insgesamt sind es inzwischen 32 Fragen, die da abgeklopft werden. Und eben anhand dieses SSEs konnte jetzt gesagt werden, ja, es gibt oder es verdichten sich die Hinweise darauf, dass Menschen, die von paranormalen Phänomenen betroffen sind, eben dieses Haunted People Syndrome aufweisen. Ja gut, also ich habe so gerade so im Gedanken den größten Anstoß an der allerersten, also dass man an das Paranormale glaubt. Weil ich würde sagen, dann hat man allgemein schon mal, zumindest wenn es um Personen geht, die sich zum Beispiel an jemanden wenden, diesbezüglich, hat man wahrscheinlich schon mal eine fast hundertprozentige Trefferquote, was das angeht. Ja, das stimmt. Und oft hat man auch tatsächlich eine hohe Trefferquote bei den Menschen, die in irgendeiner Form mal versucht haben, da selber mit dem Paranormalen zu kommunizieren. Ja, deswegen ja. Also von daher ist ja eigentlich sozusagen jede weitere Vorgehensweise, um das zu analysieren, eigentlich schon fast überflüssig. Man braucht einfach nur fragen, glaubst du ans Paranormale? Ja, okay, gut, dann bist du so ein Hornkasse. Nee, 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 nee. Also, das ist nicht so einfach. Du musst, wenn du, sagen wir mal, es gibt jetzt 10 bestimmte Charaktereigenschaften, die du halt eben haben könntest, um so ein Haunted People Syndrome zu haben, dann reicht es nicht, wenn du eine davon hast. Ach so, okay, Ja, gut, okay. sondern dann müssten es halt eben beispielsweise mindestens 5 sein oder Dann habe ich es 6, missverstanden. je Okay, nach gut, passt. Fragebogen. Also, das reicht natürlich nicht. Wenn du jetzt auf die eine Frage mit Ja antwortest, dann, also das wäre ja genauso, wie wenn du einen Fragebogen von einem Psychologen bekommst, der halt eben eine Depression abfragt und du sagst halt eben gleich bei der ersten Frage, ob du morgens manchmal Probleme hast, aus dem Bett zu kommen, sagst du ja und dann bist du depressiv. Also so einfach ist das nicht, gell? Da sind Ja. ganz, also 32 Fragen, wie gesagt. Und wie jetzt exakt das Auswertungsmuster ist, weiß ich nicht. Aber, oder weiß ich noch nicht. Ich habe den Fragebogen zwar hier liegen, aber habe mich da jetzt auch noch nicht 100%ig mit beschäftigt. Also es müssen immer mehr Faktoren vorhanden sein und erst ab einer gewissen Anzahl an Faktoren wird dann von einem positiven Ergebnis quasi gesprochen. Okay, gut. Genau, das muss man da an der Stelle mal, ist gut, dass du das gesagt hast, das muss man mal nochmal klarstellen. Okay, ja gut. Ja, also wie wir sehen, es passieren doch auch noch Dinge in der Forschung tatsächlich. Fand ich ganz interessant, dass jetzt dieses Syndrom da ein Thema werden könnte, für die offizielle wissenschaftliche Forschung. Aber nochmal, also es gibt keinen Hinweis darauf, dass Menschen, die paranormale Phänomene erleben, in irgendeiner Weise tatsächlich, ich sage das jetzt mal mit Anführungsstrichen, verrückt sind. Ja gut, also ich meine, auch was das jetzt angeht, auch wenn sie das jetzt an sich heraus, sozusagen das Fragebogen herausgegeben haben, ist halt, es scheint halt immer noch eine etwas längere Entwicklungsphase zu sein, was das angeht. Klar. Das heißt, ist der Schlussstrich ja eh noch lange nicht gezogen. Von daher, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also Noch jetzt, wie ganz sich's lange entwickelt, nicht. sagen wir mal so. Genau. Das ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. Ja. Und Einbildung ist einfach in dem Zusammenhang ein ganz schäbiges Wort, ja. Weil für denjenigen, der es erlebt, ist es natürlich keine Einbildung. Also das ist einfach ein ganz schwieriges Wort, finde ich, Ja, in dem zumal Zusammenhang. man muss auch, wenn wir jetzt zum Beispiel unsere Arbeit betrachten, Einbildung ist schwierig runterzukriegen. Weil du musst mal so sehen, du hast vielleicht wirklich Phänomene bei dir, die sich zum Beispiel natürlich erklären lassen. Na, das heißt, es ist nichts Paranormales, aber du bildest es dir trotzdem nicht ein. Na, das heißt, es gibt wirklich Effekte, die das auslösen. Du interpretierst das nur falsch oder du weißt halt nicht, okay, warum und weshalb diese Effekte auftreten. Genau. Da gehört natürlich dann, wenn man jetzt wirklich ein Team hat, was Privatfälle macht, dann muss dieses Team natürlich das auch das Know-how mitbringen, um diese Phänomene dann sozusagen auch entsprechend aufklären zu können. Na? Und deswegen, also da sind
meistens so viele Sachen dabei. Klar gibt es natürlich auch die Leute, die sich was einbilden, also die oder die sich hineinsteigern. Sagen wir mal so, hineinsteigern ist, glaube ich, eher das bessere Wort dafür. Ja, Es definitiv. passiert etwas und du denkst sofort, oh mein Gott, das war paranormal. Du achtest wie so ein kleiner Guppi auf alles Mögliche. Und da braucht nur eine Fliege gegen die Wand zu springen und schon denkst du, oh mein Gott, da war etwas. Und das kommt immer mehr. Also es gibt, ich habe schon Leute erlebt, die haben dann Angstzustände gehabt in ihrer eigenen Wohnung, wollten irgendwelche Räume nicht betreten, allein weil sie sich so extrem hineingesteigert haben. Und das, ja, aber wie gesagt, da muss man halt wirklich von Fall zu Fall sehen. Das ist, kann man nicht wirklich alles über einen Kamm scheren. Das ist ganz differenziert. Genau, also da muss man ganz individuell natürlich das sich anschauen und es hilft ja auch schon, wenn man einfach im Hinterkopf hat, es kann durchaus etwas mit Psychologie zu tun haben, muss es aber selbstverständlich nicht zwangsläufig. Ja, also das, ja, genau. Wo wir wieder beim Thema wären, ist Ghostwriting schwer. Ja, Du genau. musst an sich jeden Weg irgendwo auf dem Schirm haben, um dann in der Situation in die richtige Richtung zu rudern. Das ist halt, Genau. ja, gehört schon ein bisschen was dazu. Dem So. Volksglauben zufolge gehen zwischen 0 und 1 Uhr nachts Gespenster um. Dann ist Geisterstunde. Es Genau. handelt sich um die dunkelste Stunde der Nacht, in welcher der Tag besonders weit entfernt ist. In Zeiten, in denen man mit Sonnenaufgang aufstand und mit Sonnenuntergang zu Bett ging, schlief um Mitternacht gewöhnlich alles tief und fest. Es war stockdunkel und grabesstill, bis auf unheimliche Geräusche wie Wind, knarrendes Holz oder das Rascheln von Tieren. So entstand der Glaube. Während der Tag die Zeit der Lebenden war, wurden nachts die Toten wach. Genau, wobei man muss natürlich dazu sagen, jetzt, wenn man allein schon den letzten Satz betrachtet, würde ich eigentlich sagen, dass die Geister sozusagen mit den letzten Sonnenstrahlen auferstehen und mit den ersten wieder zu Bett gehen. Also, aber gut. Die Deutung ist frei, aber ich glaube, es ist unstrittig, dass bei einem Großteil aller Menschen tatsächlich die Geisterstunde Mitternacht ist, ne? Ja, also es wird auch oft genug publiziert, sagen wir mal so. Genau. Na, wenn man jetzt an allein Halloween denkt. Wie viele Filme gibt es, wo dann mit Glockenschlag um 0 Uhr dann irgendwie die Geister auftauchen und so weiter. Ja, und auch in fast allen Sagen, ne? Also wenn von irgendwelchen Gespenstern die Rede Ja. ist in irgendwelchen Sagen, dann gehen sie meist um Mitternacht um. Genau. Oder wenn ich jetzt mal an die Popkultur aus den 90ern erinnern kann. Der Song Mitternacht von Enomine, ne? Oh ja, sehr schön. Also es gibt, ist halt wirklich weit gefächert. Und ja, können wir das bestätigen? Eigentlich nicht. Na, also ich von meiner Seite aus auf jeden Fall nein. Nee, ich auch nicht. Eher würde ich eine Verlegung des Ganzen beantragen, eher so in die fortgeschrittenere Nacht. Aber das ist natürlich auch eher so ein persönliches Ding, dass ich jetzt eher so sage, okay, zwischen, ich sag mal, 2 und 5 in dem Zeitraum ist es bei vielen Untersuchungen manchmal interessanter. Es gibt auch Berichte, Zeugenberichte, zum Beispiel, wenn ich jetzt da wieder an die Waldlustberichte denke. Da wurde ja auch in den frühen Morgenstunden, auch so gegen 5, glaube ich, des Öfteren was erzählt oder berichtet. Und ja, ich meine, gut, trifft jetzt eigentlich eher wieder so eine alten, anderen alten Spruch, ne? Vorm Sonnenaufgang ist es am dunkelsten. Weil Sagt dir denn die biologische Geisterstunde was? die biologische. Ja. Ach du Also es je. gibt tatsächlich eine biologische Geisterstunde und die ist durchschnittlich zwischen 3 und 4 Uhr morgens. Da erreichen nämlich Blutdruck, Puls und Körpertemperatur den Tiefstand. Statistisch werden zu dieser Zeit vermehrt Todesfälle verzeichnet. Tatsächlich ist aber da jetzt ein verhängnisvoller Hormoncocktail dran schuld, dass das alles so passiert, dass die Tiefschlafphase endet. Der Schlaf wird allgemein leichter und wenn der Körper bis dahin noch verstärkt Melatonin ausgeschüttet hat, erfolgt dann der Wechsel auf das Stresshormon Cortisol.
Dieses unterbindet weiteren Tiefschlaf, soll die Körpertemperatur wieder heben und den Kreislauf in Schwung bringen, um den Körper langsam auf das Aufwachen vorzubereiten. Erwacht man just zu dem Zeitpunkt, da sich Schlafhormon und Stresshormon kurzfristig in die Quere kommen, wird die weitere Nachtruhe zur Herausforderung. Das Wiedereinschlafen ist deutlich schwerer, da der Körper bereits mit seinem Aufwachprogramm gestartet hat. Das ist interessant, habe ich jetzt so noch nicht gewusst. Da kommt es auch gleich wieder, ja, ich versuche gerade schon wieder einen Schritt weiter zu denken. Es gibt öfters so diese Berichte, dass man gegen 3 Uhr nachts aufwacht. Das stimmt. Das könnte aber tatsächlich auch mit unserer Vergangenheit zu tun haben, weil 8 Stunden Schlaf sind ja tatsächlich eher neuzeitlich. Vor einigen Jahrhunderten schliefen die Menschen halt noch in 2 Schichten. Man schlief ein paar Stunden, blieb dann ein paar Stunden wach und aktiv und schlief dann halt weiter. Das heißt also, das kann durchaus auch noch irgendwas mit unserer Historie Okay. haben. Ja. Ja gut, ich habe das selbst öfters mal, dass ich halt so manchmal wirklich Punkt 3 irgendwie aufwache. Ja, das ist genau der Moment halt, der es dann wirklich schwierig macht, da wieder Und einzuschlafen. vor allem, ich sag mal, zu der modernen Geisterstunde, die ja Ja. zwischen 3 und 4 gelegt wird, ist Ja, es halt genau. natürlich genau dann zu dem Zeitpunkt, wo viele dann Genau. aufschrecken und sagen, oh mein Gott, Genau. oh mein Gott. Ja, genau. Und deswegen heißt ja dieses 3 Uhr nachts auch Teufelsstunde oder Wolfs- Ja, oder stimmt, habe ich auch schon gehört, ja. Hexenstunde. Aber hat halt eben damit nichts zu tun. Trotzdem gab es natürlich eine 3 AM Challenge. Und zwar zwischen Mai und August 2017 kam die im Internet auf und die Idee war, während der Teufelsstunde quasi aufzuwachen, in der Hoffnung, irgendeine Form von paranormaler Aktivität vor der Kamera festzuhalten. Es gibt da ein paar Videos, die halt eben irgendwelche NutzerInnen zeigen, die zu dieser Zeit Angst hatten oder zumindest so taten. Oder halt eben von Streichen und so weiter. Also es hielt auch nicht lange an. Aber Ja, es ist, gab glaube ich, diese ganz gut so. 3 AM Challenge. Ja, Ja, mach sowas öffentlich und dann kommt sowas bei raus. Das ist, Ja, genau. Aber das kann eben so der Hintergrund sein, wenn man halt 3 Uhr nachts tatsächlich aufwacht. Und also klar, man kann jetzt darüber diskutieren, ob das dann auch was damit zu tun hat, dass man halt eben ab diesem Zeitpunkt vielleicht vermehrt paranormale Phänomene sieht, weil man ist dann ja auch irgendwann mal müde. Und Müdigkeit erhöht ja auch die Anfälligkeit halt eben beispielsweise für Halluzinationen. Ja, Richtig. also das kann man durchaus so auf zwei Wegen sehen mit den frühen Morgenstunden und den paranormalen Phänomenen. Ja gut, es hätte ja jetzt sein können, dass es wirklich auch mit dem Blutdruck und so weiter zu tun hat, dass man dann irgendwie leichter aufwacht. Deswegen habe ich halt erstmal direkt daran gedacht. Ja. Evolutionär macht natürlich auch Sinn. Ich meine, gut, wenn du mal überlegst, schon allein noch einige Jahrhunderte vorher, ne, gab es ja auch noch mal welche, die zum Beispiel irgendwie so ein bisschen auf Feuer achten mussten und sowas, ne? Also damit die, also ich rede jetzt nicht so von den neuzeitlich oder spätmittelalterlichen Häusern und so weiter. Es gab vorher ja noch andere Brandherde, die vielleicht etwas nicht direkt so fest eingefasst waren und dass dann noch mal jemand auf Feuer achten musste, dass es halt nicht komplett erlischt, beziehungsweise gut, wenn es abends kräftig gebrannt hat, dann geht es eigentlich auch am nächsten Morgen noch, aber trotzdem, Feuerwächter gab es öfter mal. Und hätte sein können, dass es auch damit irgendwelche. Durchaus. Also es kommt ja auch, definitiv war es so im Mittelalter eben, die haben ein paar Stunden geschlafen, dann wurden sie wach, dann haben sie nette Sachen gemacht, unter anderem halt eben beispielsweise auch sich um die Fortpflanzung gekümmert. Und dann sind sie halt wieder eingeschlafen, ne? Also das war gang und gäbe. Ja, das, ja. Gut, ja, sag mal so, ich bin jetzt 3 Uhr nachts, zwar noch nie wach geworden und habe gedacht, boah, Alter, jetzt möchte ich mich gerne mal fortpflanzen. Aber eher so in Richtung, boah, Ja, ich müsste jetzt mal aufs Klo. frag dich mal, woran das liegt, ne? Einer vollen Blase wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das können wir auch heute nicht mehr mit damals vergleichen. Also Nee, heute haben wir wahrscheinlich ja auch nicht, nee. 3 Uhr nachts, wenn wir wach werden, eher das dringende Bedürfnis, möglichst schnell wieder einzuschlafen. Menschen Ja, weil. damals haben das einfach nicht versucht. Die sind einfach dann aktiv geworden, wenn sie schon mal gerade wach waren.
Das ist ein großer Unterschied einfach. Also wir haben ja dieses, du musst jetzt irgendwie 8 Stunden schlafen Programm inzwischen, ne? Und ich glaube, das ist halt eben einfach da der Unterschied. Und man weiß ja auch sonst so ein bisschen, glaube ich, inzwischen, dass halt eben Druck und Schlaf überhaupt nicht gut zusammenpassen. Gut, ich meine, klar, es gab ja auch damals Berufe, die sozusagen dann um diese Zeit begonnen haben, ne? Also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel an Bedienstete denke und so weiter. Ja, klar, genau, ja. Kann man auch noch Oder ja, mit, genau. Tiere versorgen und so weiter, ne? Ja, Das genau. kann weit gehen. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja, also von daher mit den, ich denke mal, mit der Geisterstunde und so, das hätten wir damit, glaube ich, schon Ich abgehakt, weil denke, ich habe jetzt genau. eigentlich von meinen Ergebnissen keine signifikante Erhöhung ab 0 Uhr, beziehungsweise dann wäre auch wieder so eine Sache wahrscheinlich eher Winterzeit als Sommerzeit. Müsste man ja dann auch wieder sehen, ne? Weil ich glaube jetzt nicht, dass ja, dass die Geister sich die den Wecker stellen. Na, könnte ich mir jetzt nicht so gut vorstellen. Wobei es Ja, halt also immer nur 0 Uhr heißt, ne? Also von daher, ja, oder halt Geisterstunde oder Ja. mitternächtlich oder wie auch immer. Also bei ganz arg vielen Sagen begegnet einem das einfach, ne? Dass da tatsächlich dann die Rede von Mittelalter und sowas, von Mittelalter, von Mitternacht ist. Aber auch bei mir ist es so, ich habe da nicht feststellen können in irgendeiner Weise, dass sich die Phänomene ab Zeitpunkt X in irgendeiner Weise verdoppeln würden oder sowas. Genau. Also wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen vorsichtig. Irgendwann werden wir einfach müde, ob wir wollen oder nicht. Und ab einem gewissen Zeitpunkt entwickelt man dann vielleicht auch einfach so eine Überempfindlichkeit, ne? So eine Hypersensitivity, die einen dann nochmal empfänglicher macht für vermeintliche Schattensichtungen und ähnliches. Genau. Ja. Ja. Ja, da können wir Okay, doch würde ich sagen, gleich, gehen ne? wir gleich mal zum dritten über. Sind denn Geister tatsächlich nur nachts unterwegs? Ja, ne, wenn man jetzt, ich meine, gut, einerseits wird es uns natürlich auch teilweise mit fälschlich nachgesagt, muss ich sagen. Weil wir ja auch immer überwiegend nachts unterwegs sind. Aber, also so, ich sag mal, der Großteil von Ghost Huntern, es gibt natürlich auch welche, die Angst haben in der Nacht, die sind in der Tagsüber unterwegs, über unterwegs. Meinst du, es Aber gibt Ghost Hunter, die Angst vor der Nacht haben? zumindest im Dunkeln. Meinst du das? Das finde ich dann Ja. interessant, dass man sich dann so ein Hobby aussucht. Ja gut, das kann aber auch sein, so wider Willen, weißt du, so, also, ich will jetzt da mehr erfahren drüber und scheiße, es ist halt immer dunkel. Okay. Kann ja auch sein, ne? Also, von daher hält noch der Einsatz. Ja. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Gut, die meisten, ich muss, so, ich mache das jetzt mal ganz kurz so grob überschlagen von meinem Kopf her. Die meisten Phänomene habe ich erlebt in der Nacht. Aber Erlebnisse es oder Ergebnisse? Ergebnisse und Erlebnisse, Okay. beides. Es gibt aber auch sozusagen die andere Seite, also sprich, dass man natürlich auch Erlebnisse und Ergebnisse, wohlgemerkt beides, am Tag hatte. Ja, also, ich meine, publiziertestes Beispiel von mir ist immer noch der Schatten am Wegesrand. Ne? So Ja. mitten am Tag. Und, oder jetzt, wenn ich an Schottland denke, Crawford Priory, da waren wir auch tagsüber unterwegs gewesen und zwei wunderbare EVPs drauf gehabt. Und das ist halt, ja, das zeigt mir halt, nee, tagsüber geht das auch. Ja, Ne? das sehe ich genauso. Und tatsächlich, also es gibt ja ein paar wenige Fotografien, die als authentisch, als Geisterfotografien, als authentische Geisterfotografien gelten. Und die sind halt auch alle tagsüber entstanden, ne? Jetzt gab es einfach ja noch gar nicht die Möglichkeit, nachts Aufnahmen zu machen. Und ich habe neulich einen Vortrag von der Society of Psychical Research von einem der bekanntesten Geisterjäger dort gehört, von dem Stephen T. Parson, der auch Autor des hervorragenden Buches Ghostology ist, in dem er halt eben vor allen Dingen auf die Technik auch eingeht. Und der halt eben gesagt hat oder sich gefragt hat, wo wir denn eigentlich wären, wenn es keine Infrarotkameras gäbe.
Das fand ich eine ganz interessante Überlegung. Ja, also der sagt halt ganz klar, also auch das Geisterjagen findet vor allen Dingen nachts statt, seit es diese Infrarotkameras nun gibt. Und das mag natürlich durchaus sein. Ich weiß, dass wir als Geisterjäger in Anführungsstrichen auch gerne argumentieren natürlich, dass es nachts nun mal ruhiger ist. Ja, also bestimmte Orte lassen sich einfach tagsüber schon gar nicht untersuchen, weil da einfach ein erhöhter Publikumsverkehr ist, oder weil da halt eben einfach so Leute durch die Gegend laufen, weil halt eben mehr Autos fahren tagsüber, mehr Flugzeuge fliegen. Also der Geräuschpegel ist halt tagsüber natürlich ein ganz anderer als nachts. Und das pflegen wir ja auch gerne anzubringen, wenn wir gefragt werden, warum wir eigentlich nur nachts unterwegs sind. Also erstmal müsste man da meiner Ansicht nach das nur streichen, weil auch ich bin durchaus auch tagsüber unterwegs, oder wir waren ja auch beispielsweise tagsüber auch schon an der Maginot-Linie und hatten da auch interessante Aufnahmen. Ich denke, so dieses Hauptargument liegt wahrscheinlich tatsächlich schon auf dem Geräuschpegel, oder? Einfach ruhiger ist nachts. Ja, also eine, ja, also Hauptargument würde ich wirklich sagen, ist in dem Sinne dann, ist es ruhiger. Das stimmt. Du wirst gerade an öffentlichen Locations meistens weniger gestört, vor allem bei fortgeschrittener Nacht. Also abends ist immer ein bisschen kritisch, Ja. aber so, ich sag mal so ab 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr hast du halt wirklich schon meistens deine Ruhe. Na? Das stimmt. Die Schattenseite ist eben, also klar, ist unsere Sinne. Ich habe das auch schon vereinzelt gehört, dass jemand gesagt hat, ja, dann sind halt auch die Sinne schärfer. Also unsere Sinne. Mag sein, aber sie sind dann halt auch fehleranfälliger. Also da gibt es dann wirklich also auch noch ein Gegenargument. Also ich habe neulich erst wieder ein Beispiel bei einem Fernsehbeitrag gesehen. In der ARD-Mediathek ist dieses Video aufrufbar. Es heißt Skurrile Geisterjagd in Lost Places. Da stellt sich dann ganz konkret die Frage, warum es eigentlich bei Untersuchungen dunkel sein muss. Da sitzt also eine Gruppe um eine Spiritbox herum und wird dabei gefilmt. Und die Protagonistin fordert dann das Fernsehteam auf, jetzt mal die Lichter auszumachen. Natürlich die berechtigte Frage, warum müssten jetzt da die Lichter ausgemacht werden? Ja. Spiritbox muss jetzt nicht unbedingt im Dunkeln ihr Werk tun, wenn man sie einsetzen möchte. Die kann das auch mit Licht, das ist ja relativ egal. Ich finde also, dass da die kritische Frage, warum muss es da jetzt dunkel sein, durchaus angebracht ist. Wir wissen aus früheren Aufzeichnungen von Seancen und sowas, dass halt eben mit der Dunkelheit auch die Fake-Bereitschaft durchaus steigt. Ja, ich glaube, es gibt noch so ein kleines, bekannteres Beispiel, was das angeht. Und zwar die berühmt-berüchtigten Ghost Hunters. Ja, sozusagen, jede Folge, also jede Untersuchung beginnt ja sozusagen bei denen mit, jetzt werden die Lichter ausgeschalten und du siehst erstmal schön in Szene gesetzt, zack, geht das Licht aus, da und geht da das Licht aus und da Licht aus und so weiter, bis die ganze Location dunkel ist. Lässt sich natürlich für so eine Showformat wunderbar hervorheben, ne, weil es sieht einfach gut aus, muss man da wirklich sagen. So, klar. Und ist halt sozusagen, ist auch ein Stilmittel in der Hinsicht. Ja. Ich habe auch schon den ein oder anderen Amateur-Geisterjäger gesehen, der das auch so nachgemacht hat. Also du meinst, die haben es nur dunkel gemacht, um dann halt eben die Spannung zu erhöhen. Nee, also genauso in Szene gesetzt, das meinte ich Ach jetzt. so, du meinst, ah ja, okay, verstehe. Dass die Lichter dann halt so theatralisch nacheinander ausgehen. Genau. Das meinst du. Richtig. Und ja, ist natürlich, ja, wie gesagt, für den Zuschauer, glaube ich, ganz nett anzusehen. Aber es ist halt wirklich, einerseits, ich sag mal, in der Dunkelheit liegt auch mit die Ruhe. Ne? Das heißt, du kannst dich halt wirklich ein bisschen besser auf dich konzentrieren. Mit der Dunkelheit kommen aber auch die Nebengeräusche, ich sage nur Bauchkrummeln. Das ist halt so ein Nebeneffekt, der irgendwie immer dann auftritt, wenn die Lichter aus sind. Ja, stimmt. Und Halt wahrscheinlich, weil sich der Körper dann irgendwie entspannt, ein ja, es bisschen, ne? Wenn es so mit kann der gut sein, Dunkelheit ja. so, dann werden wir erstmal gemütlich.
Ja, stimmt. Das ist interessant, weil tatsächlich, wenn irgendwie so die Lichter an sind, dann ist dieses Bauchkrummeln-Phänomen eher seltener, ne? Ja. Ja, das ich ja, es kann natürlich, wie du schon sagst, es kann gut sein, dass es halt wirklich da, du kommst zur Ruhe und Ja, interessant. Aber glaubst du denn, also wenn wir jetzt mal von einer Location ausgehen, in der Licht wäre, ja, also dass es weniger gut funktionieren würde, wenn das Licht an ist? Also hat es einen tatsächlichen Einfluss auf die paranormalen Phänomene oder nur auf uns? Das ist eine gute Frage. Also weil beispielsweise bei wissenschaftlichen Untersuchungen, die dürfen ja nicht im Dunkeln stattfinden, ne? Alles, was mit Wissenschaft zu tun hat, da muss Licht sein, weil einfach in Dunkelheit nun mal die Möglichkeit, dass man da betrügt, deutlich steigt und aber eben auch die eigene sensorische Fehleranfälligkeit sich einfach nun mal erhöht. Blödsche Ja. Höhenforschung. Gut, aber das ist ja wieder eine andere. Da bist du ja auch nicht im Dunkeln. Ja, da ist deine Umgebung dunkel, aber du hast ja Licht. Das ist ja ein Unterschied. Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt vor der Kamera sitze, habe ich auch Licht, ne? Das Displaylicht. Ja, Aber gut, weißt, zurück was ich zur, meine. ich will mal zurück zur Ursprungsfrage kommen. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht entscheiden. Ich habe dazu jetzt keine direkte Meinung, dass ich jetzt sagen könnte, okay, ob ich jetzt glaube, na, es geht an meinen Glauben, dass in der Dunkelheit mehr paranormale Aktivitäten vor sich gehen als im Hellen. Klar, ist natürlich für den eigenen Körper, ne, die Spannung, ich sag mal, die eigene Körperanspannung, was das angeht, also die Erwartung, dass etwas passiert, wesentlich höher, wenn es dunkel ist. Wenn es hell ist, dann fühlen wir uns sicherer. Ist natürlich auch was Biologisches klar, wenn du im Hellen, dann siehst du alles, du siehst, ob, wo, wer kommt und so weiter. Im Dunkeln siehst du das nicht immer. Ne? Dann ist halt der Gang irgendwann so dunkel, dass du nicht weißt, ist da hinten jemand, ist da keiner oder wie auch immer. Und gerade auch dunkle Bereiche, die triggern uns ja auch, was das angeht. Das ist ja, na, ist ja eine komplette Kopfsache in dem Sinne. Das heißt, die Erwartungsbereitschaft ist natürlich wesentlich höher, aber die klammere ich natürlich jetzt hier aus und deswegen kann ich mich diesbezüglich nicht entscheiden, ob bei hell oder bei dunkel für mich ein höheres Potenzial an paranormaler Aktivität vorherrscht. Ich glaube, ich würde das mal gerne genauer erforschen, ja, ob das tatsächlich so ist. Also ob halt eben auch objektive paranormale Phänomene vermehrt bei Dunkelheit auftauchen. Oder ob sich das halt eben so allein auf den subjektiven Bereich erstreckt. Ja, also das finde ich schon interessant. Ich glaube, es gibt eine Sache, die bei Tag besser auftreten kann, und es gibt eine Sache, die bei Nacht besser auftreten kann. Konkretisier dich. Schattensichtung bei Tag, Lichterscheinung bei Nacht. Ja, bei Lichterscheinungen ja Na, weil wirklich logischerweise, klar, wenn du in einem dunklen selten Raum sind. sitzt, dann kann der Schatten um dich herum tanzen, du wirst es vielleicht nicht wirklich sehen können. Dass du am Tag eine helle Lichterscheinung wahrnimmst, je nachdem, wie hell es ist, ne, ist auch wesentlich unwahrscheinlicher, als das, wenn es wirklich komplett dunkel ist. Und ich muss jetzt wieder auch an die Lichterscheinung in den Bibelgärten denken. Wenn es da jetzt Tag gewesen wäre, wer weiß, ob man die überhaupt so richtig bemerkt hätten, ne? Ja. Von daher ist es da schon gut gewesen, dass es da Nacht war. Aber wenn ich jetzt natürlich an den Schatten denke, dann wäre es natürlich cool, wenn es bei Tag passiert, dann sehe ich, dass der Schatten irgendwo durchrennt. Das sind halt wirklich so Sachen, wo ich sage, okay, könnte beides sein. Also von daher kann beides auch irgendwo sinnvoll sein. So Du den einen und den anderen Vorteil, kannst es halt vorher nicht wissen. Du weißt ja genau. nicht, was kommt. Und ob was Nee, kommt vor allem. natürlich. Ja, das stimmt. Also man kann sowohl als auch sehen. Aber, also wie gesagt, gerade was jetzt so objektive paranormale Phänomene angeht, also halt eben Phänomene, die messbar oder aufzeichnerbar sind, aufzuzeichnen sind, würde es mich schon interessieren, ob die sich tatsächlich auch so danach richten, ob jetzt das Licht an oder aus ist. Ne? Finde ich schon interessant. Ja.
andere ist ja eher subjektiv. Aber ja, naja, mal schauen. Vielleicht kann man da ja mal in der Zukunft da mal ein bisschen vermehrt drauf achten, ob das so ist. Ja gut, muss man wieder, ne? Ist es hell, also ist es Tag, ist es Nacht, ist es die Zwischenzeit, das muss man natürlich auch mit bedenken, weil wenn jetzt gerade so die Sonne untergegangen ist und so weiter, ja, was zählt das jetzt, Dämmerung. ne? Ja, die Dämmerung ist auch schwierig, so mit Schatten Dann muss man natürlich und wieder differenzieren, ne? Ist der Raum elektrisch erleuchtet, ne? Das kann auch wieder ja, ein Faktor sein. Wobei natürlich es wahrscheinlich schwierig ist, jetzt etwas wirklich so dunkel zu haben, weil dann hast du auch keine Aufnahmegeräte, weil jedes Display macht Licht und so weiter. Ne? Das ist halt, müsstest du Displayüberzieher oder sowas haben. Ja, wenn man totale Dunkelheit wollte, dann ja, Ja, klar. schwierig, weil meistens hast du eigentlich irgendetwas, ne? Ja, Zumindest irgendwas leuchtet halt, genau. irgendwo ein Irgendwas, einen roten Instrument, was Punkt, irgendwo, was auch genau. Ja. bestimmt. Aber ich glaube, wir können schon so zusammenfassend sagen, also gibt natürlich auch paranormale Phänomene, die wir tagsüber aufgezeichnet haben Genau, richtig. Also oder das auf jeden Fall. fotografiert haben oder was halt eben auch immer. Also es ist definitiv nicht so, dass paranormale Phänomene nur nachts passieren. Ja, das trifft definitiv nicht zu und das würde ja dann auch, also in den Berichten über Poltergeister, also über RSPK-Phänomene, die treten ja auch tatsächlich vermehrt tagsüber auf. Ja? Da ist eher nachts dann nichts los, was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass die Fokusperson, also der Auslöser, der unbewusste Auslöser für die Phänomene, gerade schläft. Also da ist Ja es gut, genau wo. um. Wobei ich jetzt natürlich auch sagen würde, ja, es gibt aber auch sozusagen dann noch die Abenderscheinungen. Das ist wieder jetzt die Sache, ne? Ist es jetzt dunkel, ist es nicht dunkel und wie auch immer. Zu was sehen wir es? So dieser, ich sag mal, ich sitze abends vor der Couch und gucke Fernsehen, Phänomene. Was auch mit in die RSPK mit reinfallen kann. Also sprich, dass irgendwo auch physische Beeinflussungen stattfinden innerhalb des zu nennenden Raums, sei es jetzt das Wohnzimmer, sei es die Küche oder was auch immer. Ja, gut, müsste man halt wirklich, ist halt wieder so eine Sache, wo man halt wirklich mehrere Fälle braucht, um da wirklich eine bessere Aussage treffen zu können. Ja, aber auch da bist du ja wach, ne? Also es geht Ja, darum, genau. dass die klassischen RSPK-Fälle, die klassischen Poltergeist-Fälle, die finden tagsüber statt. Nicht nachts, nicht wenn alle schlafen. Ja, Dann okay. treten keine Phänomene auf. Ja, cool, okay, tags, nachts und so, ja. Ist halt jetzt, ich meine, die halbe Nacht sind wir mittlerweile auch alle wach, also von daher, es ist jetzt. Abschließend. Vorurteile und Missverständnisse. Man hört es immer mal wieder. Es gibt Crashkurse, bei denen man Geisterjagd lernen kann. So, warte mal, ich hatte vorhin noch mal einen Satz reingeworfen. Ghost Hunting ist schwer. Ja, genau. ja, okay. Also, ja, Ghost Hunting in einem Crashkurs, gut, ich kann lernen, wie man einen K2 in der Hand hält. Ich kann lernen, dass ich ruhig bin und nicht Ja, flüstere. ja. Aber reicht das aus? Ich zweifle dran. Daran zweifle ich auch und grundsätzlich zweifle ich an allem, mit dem auf diesem Gebiet Geld verdient wird. Wenn jemand viel Geld dafür verlangt, dass er sagt, wenn ihr bei mir jetzt lernt, Geister zu jagen, dann bekommt ihr von mir ein Zertifikat und dann seid ihr ausgebildete Ghost Hunter. Also da rollen sich mir die Zehennägel hoch, ja. Ja. Ja, das ist halt ist so eine Sache, wo man ja, Leute, steckt euer Geld nicht in sowas rein, ganz einfach. Nein, bitte nicht. Also das ist einfach Es gibt ausgeschlossen. ja vor allem es gibt so viele Teams, weißt du, die auf der Suche nach fähigen Leuten sind. Und unentgeltlich, wohlgemerkt, ne? Also ja, da gibt es so viele andere Möglichkeiten, ganz ehrlich. Ja, und das besagt natürlich auch einfach rein gar nichts. Also so ein Diplom kann sich jeder schön selber basteln. Ja, klar. Weder ist das in irgendeiner Form anerkannt von irgendwem. Noch sagt es letztlich etwas darüber aus, ob man da irgendwie Geister jagen kann. Ja, also das
ist einfach schon Widerspruch an sich. Ja, es ist, keine Ahnung, für mich klingt es eher so nach keine Ahnung, Hobby-Unterhaltungsveranstaltung oder sowas. Ja. Gibt es ja auch öfters hier, weißt du, so machst eine Schatzsuche mit, da kriegst du ein kleines Schatzsucher, den Blumen und sonst was. Also so Kindergeburtstag in der Ja, Richtung. Ähm, Kindergeburtstag ist ein schöner Zusammenhang in dem Fall. Also viel mehr ist es einfach nicht. Dafür wird dann aber wirklich unfassbar viel Geld verlangt, damit man dann da freundlicherweise mal einmal bei so einer Untersuchung dabei sein darf und geht dann da also raus und kann genau nichts. Dann Genau. lieber mal ein ordentliches Buch lesen und vor allen Dingen mal die Bedienungsanleitung der Geräte, die man einsetzt. Genau. Okay, so, da sind wir auch am Ende angekommen. Genau. Dann würde ich mal sagen, ja, würde ich sagen, ja, verabschieden wir uns mal von unseren netten Zuhörern, die hoffentlich bis jetzt hier drin geblieben sind. Und Ja, ich würde vielleicht mich habt ihr ja natürlich, auch noch ja. weitere Beispiele von Vorurteilen und Missverständnissen, ne? Also. Genau, falls ihr Vorurteile habt, schreibt sie unten rein. Oh Gott, das klingt so falsch. Also, falls ihr Vorurteile kennt, so rum, Ja, die genau. mit dem Paranormalen zu tun haben, dann schreibt sie gerne unten rein. Andere Anekdoten, die mal Genau. diskutiert gehören. Richtig. Ja, ansonsten würden wir uns natürlich auch über eine positive Bewertung freuen. Und falls es Kritik gibt, könnt ihr die natürlich auch äußern. Positiver sowie negativer Natur. Aber wie gesagt, immer auf den Tonfall achten. Ne? Wir sind alle Menschen, wir wollen was Nettes lesen. Und ja, von daher würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Donnerstag, 12 Uhr. Euer Team von Geistreich. Bis dann. Macht's Ciao. gut, ciao.